Selig sei die Stadt genannt, da ich meine Tochter wiederfand. Da soll Kaiser Karl der Große voller Freude gerufen haben, als er seine von ihm verstoßene Tochter Emma in diesem Haus entdeckte. Ist die schöne Geschichte wahr oder eine Legende? Wir sind in Seligenstadt, nicht weit von Frankfurt entfernt. Unseren Spaziergang durch den alten Ortskern beginnen wir am Marktplatz, der umrahmt ist von gepflegten Fachwerkhäusern. Und vom Rathaus. Dahinter wundern wir uns über ein Steinhaus, das total aus der Reihe fällt. Das romanische Haus aus dem 12. Jahrhundert ist das älteste weltliche Gebäude von Seligenstadt, gebaut wohl als Vogthaus. Später war es im Besitz einer Bauernfamilie, die es 1978 an die Stadt verkaufte. Eine aufwendige Restaurierung erfolgte. Heute befindet sich im Obergeschoss das Trauzimmer. Der Steinheimer Torturm war und ist auch heute noch das Eingangstor zur Altstadt. Die Altstadt ist reizend, mit kopfsteingepflasterten Gassen und liebevoll herausgeputzten Fachwerkhäusern. Zwei Brauereien befinden sich am Ort. Kleins Brauhaus und die Privatbrauerei Klab. Unten am Main stoßen wir auf den Wehrturm Mulaul. Und auf die Reste eines Palatiums, einer kaiserlichen Residenz aus dem 12. Jahrhundert. Das beeindruckendste Bauwerk ist aber die Einhard-Basilika, das Wahrzeichen von Seligenstadt. Mit der ehemaligen Benediktinerabtei und dem Konventgarten. Karl der Große schenkte im Jahr 815 seinem Ratgeber Einhard für dessen Verdienste den Ort Obermülheim. Einhard begann in den nachfolgenden Jahren mit dem Bau eines Klosters und einer Basilika. In ihr verwahrte er die Gebeine der Märtyrer Petrus und Marcellinus. Der Ort wurde immer mehr zur Wallfahrtsstätte und heißt seitdem Seligenstadt. Ein Highlight ist der 8000 Quadratmeter große Klostergarten. Um ihn zu sehen, kommen die Besucher von nah und fern. Ein Ort, um Ruhe zu finden und die Seele baumeln zu lassen.
Bis 1803 lebten und arbeiteten Benediktinermönche hinter den Klostermauern. Heute können Besucher die Räume besichtigen, zum Beispiel die Klosterapotheke, die Küche, den Speisesaal. Das ist ein Grund für uns, noch einmal wiederzukommen. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr, wenn Corona es zulässt.